Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute Abend zu unserem Gottesdienst im ICF Karlsruhe eingeschaltet hast. Caro, du sitzt jetzt zum dritten Mal hier. Yes. Wie geht's dir? Hast du noch Körner? Ich bin richtig pumped. Sehr cool. Heute Nachmittag habe ich ein bisschen entspannt, war ein bisschen in der Sonne und jetzt freue ich mich richtig auf den Gottesdienst. Hammer. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. So, ne? Und es ist einfach echt cool, mit dir hier zu sein, mit deiner Energie und wie viel du hier reingibst. Und es ist eine Ehre, auch mit dir heute moderieren zu dürfen. Danke. Vielen Dank dafür. Ja, richtig cool. Ja, wir hatten schon zwei tolle Gottesdienste. Sibylle hat uns mit in das Thema Freiheit hineingenommen. Wir befinden uns ja gerade in der Serie Offroad und haben schon letzte Woche mit Steffen angefangen, was es heißt, mal nicht nur auf der asphaltierten Schnellstraße unterwegs zu sein, sondern eben auch mal abseits der Straße. Es wird mal steinig, es wird mal staubig. Und heute geht's weiter und Sibylle hat einen richtig coolen Input für uns vorbereitet. Yes. Und wir können echt gespannt sein und schauen uns den gerne nochmal auch mit an, weil er echt so gut ist. Mhm. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, haben wir noch Gäste eingeladen und die wollen wir jetzt auch mal zu uns auf das Sofa noch bitten. Und zwar das FSJ-Jahresteam. Yes, kommt rein. In Form von Lea und Mariam. Schön, dass ihr bei uns seid. Hallöchen, ihr beiden. Geht's euch gut? Ja. Hier ist euer Mikrofon. Cool. Wie Markus gerade schon gesagt hat, ihr beiden seid ja gerade in unserem FSJ-Jahresteam. Mariam ist in der Arche am Start und Lea ist hier im Office. Und mich würde voll interessieren, wie sieht denn euer Tagesablauf so aus? Erzählt uns mal kurz. Also ich komme morgens erstmal in die Arche. Ich komme ein bisschen später, weil ich ja in Bretten bin. Das heißt, ich fahre erst mit dem Zug. Und dann bereite ich vor, richte den Essensraum und die Hausaufgabenräume. Und dann hole ich Kinder ab, dann gibt es Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, dann noch Nachmittagsprogramm und dann fahren wir die Kids auch wieder heim. Mhm. Genau. Sehr cool. Für Zuschauer, die vielleicht nicht wissen, was die Arche ist, magst du kurz erklären, was die Arche ist? Ja, also das ist ein Nachmittagsprogramm für Kinder, vor allem aus sozial und finanziell schwächeren Familien, ja. Genau. Und da kommen die Kids halt hin und können eine coole Nachmittagsgestaltung haben. Sehr cool. Lea, und du? Wie sieht so dein Alltag hier aus? Wir Office-Leute starten um 8.30 Uhr. Und was dann passieren kann, ist immer volle Erwartung. Jeder neue Tag bringt da irgendwie was mit sich. Wir haben teilweise so feste Tage, zum Beispiel bin ich montags bei der Eva, unsere Sekretärin, oder dienstags beim Lüg, unserem Hausmeister. So verteilt sich das schon mal ein bisschen, aber was dann an dem Tag passiert, es ist richtig vielseitig. Sehr cool. Das ist immer eine große Wundertüte, was dann da passiert. Ja. Und ihr seid ja auch seit 6 Monaten jetzt hier schon bei uns. Ja. Was waren denn so Highlights, die ihr bisher erlebt habt, wo ihr mit voller Freude auch drauf zurückblickt? Ich glaube, es ist schon die Gemeinschaft, weil wir so nah beieinander sind, wir sechs. Mhm. Wir wohnen zusammen, wir gehen zusammen in die Gemeinde. Alles, was wir irgendwie tun, den Tag lang, erleben wir zusammen. Ja. Oder auch Veranstaltungen, wo wir gemeinsam arbeiten und irgendwie ein gemeinsames Ziel vor Augen haben, sind schon sehr, sehr cool. Mhm. Cool. Ja, bei mir ist es so ein bisschen die Dankbarkeit von den Kids. Also ich hatte jetzt zum Beispiel einmal einen Jungen, dem ich an dem einen Tag bei den Hausaufgaben geholfen habe und dann hat er am nächsten Tag darüber einen Test geschrieben und kam dann zu mir und hat mir Danke gesagt. Oh, yes. Ja, und das war cool. So cool. Also ja, einfach zu wissen, dass ich den Kindern helfen kann. Ja, das ist mega cool. Wie ist es denn, wenn jetzt vielleicht jemand zuschaut heute Abend, der sagt, hey, ab September habe ich noch Zeit und ich bin fertig mit der Schule und ich würde vielleicht auch gerne mich im ICF Karlsruhe bewerben, um ein FSJ zu machen. Vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, wie war das denn bei euch so vom Bewerbungsprozess her? Also ich war ziemlich spät. Wann warst du denn? Ich habe mich Anfang Mai beworben, das war Anfang Mai, genau. Also. Bewerbt euch gleich morgen. Genau, ich wollte eigentlich hier nach Karlsruhe in die Arche und bin dann nach Bretten gekommen. Ich meine, da bin ich jetzt auch fein und das ist sehr cool. Aber wenn man hier nach Karlsruhe will, dann sollte man sich früher bewerben. Ja, und dann habe ich halt einfach meinen Lebenslauf und alles hingeschickt und wurde dann angeschrieben und eingeladen zu einem Probearbeiten. Und hatte das dann und dann habe ich auf eine Rückmeldung gewartet und habe dann gesagt bekommen, dass ich die Stelle habe. Sehr cool. Und was war so eine Sache, die ihr schon jetzt mitgenommen habt aus dieser Zeit, was ihr gelernt habt oder einen Eindruck, einen Blick über den Tellerrand, für den ihr, ja, der euch weitergebracht hat in diesen 6 Monaten?
Wir kriegen ganz, ganz viel Herausforderungen Tag für Tag. Komm. Gerade handwerklich zum Beispiel konnten wir super viel lernen. Allein dieses Online-Studio hier konnten wir mitgestalten und irgendwie die Wände streichen zum Beispiel. Ganz, ganz viel handwerklich und dass alle Situationen irgendwie eine Lösung haben. Man muss nur ein bisschen mal um die Ecke denken und dann sich trauen, es auszuprobieren. Und dann geht vieles gut hier. Auch bei Großeinkäufen. Ja. Oh ja. 200 Liter Wasser kaufen ist gar kein Ding. So. Mit dem richtigen Fahrzeug. Auf jeden Fall. Ja. Sehr cool. Ja. Mariam, wie ist das bei dir? Du hast bestimmt in der Arche auch schon nochmal anderen Blick irgendwie auch vielleicht aufs Arbeitsleben oder so. Hat dich das schon irgendwie beeinflusst? Ja, also die 40-Stunden-Woche war am Anfang schon hart. Glaube ich. Jetzt langsam gewöhnt man sich dran. Aber ich lerne auch ganz viel in der Pädagogik neu. Also wie ich mit den Kindern umzugehen habe und wie auch das Team miteinander zusammenarbeitet. Das ist richtig cool. Ja, mega. Und erzähl uns noch kurz, ihr wohnt ja zusammen mit, also es sind insgesamt 6 FSJlerinnen dieses Jahr, 3 in der Arche, also eine in Bretten, 2 in Karlsruhe und 3 hier im Office. Und ihr wohnt ja zusammen. Erzählt uns mal noch so 2, 3 Insights. Wie ist es denn so bei euch in der WG? Das ist wie in jedem normalen Haushalt. Es gibt Tage, da ist alles richtig schön, richtig cool. Und es gibt Tage, da kracht es halt auch mal. Aber ich glaube schon, dass man einfach auch lernt, damit umzugehen, zu 6 zu sein in einer, ja, für 6 Leute kleinen WG. Also wir teilen uns zum Beispiel ein Zimmer, das ist herausfordernd. Aber wir nehmen auch ganz, ganz viel mit aus dieser Zeit raus. Ja, und es gibt auch Abende, wo wir richtig viel Spaß miteinander haben. Ja, wo wir dann einfach zusammensitzen und voll lachen und gackern. Ja. Mega cool. Ja, ich glaube, die Zeit in Gemeinschaft, die man in so einem Jahr auch erlebt, die ist unglaublich prägend und ich habe das selber auch erleben dürfen. Und ja, macht einfach so ein Jahr auch wirklich aus. Voll. Und mit diesen Eindrücken geben wir jetzt in die Halle. Wir wünschen euch ganz viel Freude bei der Predigt und dass Gott zu euch spricht.